Hallo ihr Hübschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tanja und heute reden wir mal wieder über Bücher. Und zwar zeige ich euch heute meine geheime rote Liste. Also meine metaphorische Liste, denn sie existiert tatsächlich eigentlich nur in meinem Kopf und jetzt hier auf diesem Post-it. Aber ja. Denn es gibt sie. Autoren, mit denen man es versucht hat und es hat einfach nicht gefunkt. Und es sind bei mir tatsächlich weniger, als ich vermutet hätte. Ich hätte ja gedacht, ich kann da so mit 10, 20 Autoren aufwarten, bei denen ich mir sicher bin, nie wieder ein Buch von denen zu lesen. Aber tatsächlich ist es gar nicht so. Bei vielen Autoren ist es so, da konnte mich ein oder vielleicht auch, da konnten mich ein oder zwei Bücher nicht überzeugen. Trotzdem würde ich denen, wenn der Klappentext sich richtig cool anhört, nochmal eine Chance geben. Aber es gibt Autoren, da hat man es vielleicht schon öfter als einmal probiert. Und die kann ich einfach nicht mehr kaufen. Die möchte ich nicht unterstützen. Die bringen mir nichts. Da weiß ich, das Buch wird mich einfach enttäuschen. Das heißt natürlich nicht, dass andere Leute diese Autoren nicht lieben können. Aber für meinen persönlichen Geschmack funktionieren die halt einfach nicht. Und die werde ich euch heute vorstellen. Interessant ist, dass es sich hier ausschließlich um Liebesromanautoren handelt. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich am liebsten Liebesromane lese und da von den Autoren auch meistens mehr als ein Buch gelesen habe. Was sind denn eure rote Listenkandidaten? Welcher Autor, von dem seid ihr einfach so enttäuscht oder ihr merkt einfach, das passt nicht, da würdet ihr einfach nie wieder ein Buch anfassen? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Und falls ihr gucken wollt, ob ich nicht doch irgendwann nochmal einknicke und einen dieser Autoren doch nochmal eine Chance gebe, man soll ja nie, nie sagen, dann abonniert meinen Kanal doch jetzt gerne, wenn ihr es noch nicht getan habt. So, also wir legen mal los. Die erste Autorin, die ich nie, nie, nie wieder kaufen werde, ist für viele jetzt auch keine Überraschung. Denn wer meinen Kanal länger als ein, zwei Wochen guckt, hat es garantiert schon mitbekommen. Es handelt sich um Samantha Young. Also mit der Frau habe ich es jetzt wirklich oft genug probiert. Da habe ich es zuerst probiert mit dieser Hartwell-Reihe. Ich glaube, die ist ja genau, Hartwell-Reihe. Ich blende das hier mal ein. Da habe ich den ersten Band von gelesen und ich weiß nicht, sie hat einfach so eine komische Art, ihre Geschichten aufzubauen. Also für mich sind die halt komisch. Die wird ja von total vielen geliebt und gehypt. Ich konnte damit irgendwie nichts anfangen. Ich fand das übelst zäh und langweilig und ja. Dann habe ich aber gedacht, gut, gibst du ihr nochmal eine Chance. Und dann habe ich den dritten Teil der Hartwell-Reihe gelesen. Mir fällt sein Name nicht mehr ein, ich blende ihn ein. Da wusste ich nämlich zuerst nicht, dass das ein Teil dieser Reihe ist. Das wurde nämlich am Anfang nicht kommuniziert und da hatte ich das aber schon als Rezensionsexemplar angefragt, weil ich dachte, ja komm, du gibst ihr noch mal eine Chance. War wieder genau dasselbe. Es war exakt dasselbe. Ich mochte den Aufbau der Geschichte einfach nicht. Ich fand das irgendwie alles. Ich habe was. Also da war aber auch viel der Verlag schuld, weil da stand ein ganz. Der Klappentext hat irgendwie nur den Prolog erzählt und ich habe also eine ganz andere Geschichte irgendwie gekriegt, als ich erwartet hatte. Das war doof. Dann habe ich es noch ein drittes Mal probiert, weil ich dachte, die wird doch so geliebt. Vielleicht muss ich eins von den älteren Büchern probieren. Dann habe ich Hero gelesen und das habe ich abgebrochen. Da war dann, das war, nee, da war wieder so viel falsch für mein Empfinden. Da konnte ich nicht dran. Es ging einfach nicht. Das war, nee. Es ging einfach nicht und dann muss man es irgendwann auch akzeptieren und dann habe ich es sein gelassen. So, die nächste Autorin ist Ava Reed. Die wird ja auch von so vielen Leuten geliebt. Ich kann irgendwie verstehen, warum, aber für mich ist sie nichts. Ich habe als erstes ihr Buch Mondprinzessin gelesen und das war ja so ein Fantasy-Roman. Das war so ein bisschen an Sailor Moon angelehnt. Da fand ich die Idee echt cool, aber die Umsetzung fand ich mega schwach. Weil das hat sich halt gelesen wie so eine Rohfassung von so einem Roman und dann, also, das war viel zu kurz, viel zu flott. Da, nee, das war nichts. Und ich fand das so schade, weil zu dem Zeitpunkt hatte Ava Reed schon, ich weiß gar nicht, vier oder drei oder vier Bücher hatte sie mindestens schon rausgebracht. Und da habe ich mich echt damals gefragt, so, hä, was findet ihr an der so toll? Aber gut, das ist halt immer auch alles Geschmackssache, ne? So.
Und weil ich nicht verstehen konnte, warum ich Ava Reed nicht mag und alle anderen Ava Reed feiern, habe ich dann das irgendwann nochmal mit Truly probiert. Und das habe ich abgebrochen. Ich habe gedacht, ja, komm, das sind jetzt, ist ja schon ein paar Jahre her, probierst es nochmal mit ihr. Und da war halt genau das Gegenteil der Fall. Hier hat es für meinen Geschmack alles zu lang gemacht. Also wo vorher alles zu kurz war, war es jetzt zu lang. Ich finde, sie hat prinzipiell schon eine schöne Art, irgendwie zu schreiben, sich auszudrücken. Aber da hat mir der Aufbau der Geschichte irgendwie nicht gefallen. Ich fand die Protagonistin super ätzend und dann habe ich das abgebrochen und habe es halt. Jetzt ist für mich halt der Punkt gekommen, wo ich mir denke, so, nee, Tanja, du und Ava, das ist halt nix. Dann ist es aber auch halt so, ne? Mein Gott. So, die dritte Autorin, von der habe ich ganze drei Bücher gelesen, ist Elmo Jones. Die hat so eine Reihe rausgebracht, ich weiß gar nicht mal, wie die hieß, The Silver Swan. Das war so, ja, das war so nicht richtiges Dark Romance, aber wurde irgendwie so vermarktet und es war mehr so toxische Beziehungszeug irgendwie. Und das fand ich ganz abgefahren irgendwie. Die wird ja auch super gefeiert, die Autorin. Und ich habe nicht so genau verstanden, warum. Denn ich fand einfach in ihren Büchern, ich habe die ganze Silver Swan Trilogie, das war erst eine Trilogie, da kamen dann nochmal zwei Nachzügler. Ich habe die komplett gelesen, weil. Es gab da immer so eine, also es ging um so ein Buch, das gelesen werden musste und das Geheimnisse offenbart. Und ich habe irgendwie nicht verstanden, warum die Protagonistin dieses Buch nicht einfach mal zur Hand nimmt und durchliest. Dann hätte sie sich verdammt viel Ärger erspart, der da so passiert ist. Und dass ich die Protagonistin einfach nicht nachvollziehen konnte und trotzdem so getriggert war durch diese ganze Handlung, das war sehr, ja, es war so ein bisschen Crime-lastig irgendwie, war der einzige Grund, warum ich das durchgelesen habe, weil ich wissen wollte, was passiert denn da jetzt. Aber die eigentliche Geschichte war irgendwie überhaupt nicht mein Ding und hat keinen Sinn ergeben. Also, je mehr ich auch im Nachhinein drüber nachgedacht habe, umso blöder fand ich die ganze Story. Also, es war einfach, ich hatte so das Gefühl, die Autorin hat sich einfach hingesetzt und angefangen zu schreiben und hat dann irgendwann den roten Faden verloren und hat ihn dann zwar immer wieder so ein bisschen aufgenommen, aber es hatte irgendwie alles nicht so wirklich viel Substanz. Und ja, dann, ich war kurz, als diese beiden Nachzügler kamen von dieser Silver Spawn-Reihe, war ich kurz am Überlegen, ob ich das noch lesen will. Einfach. Weil ich die anderen drei halt auch gelesen habe, aber nee, das, ich habe dann gedacht, nee, 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 Tanja, lass es einfach, es wird ja nicht besser. Also, es passiert ja, dass Autoren bei, ich weiß auch nicht, ob das ihr erster Roman war, ne? Aber es passiert ja, dass die Autoren sich auch bessern. Aber nachdem das dritte Buch halt immer noch genauso bekloppt war wie das erste, habe ich gedacht, so, nee. Also hier konnte ich einfach mit der Geschichte nichts anfangen, mit der Art, wie die Autorin ihre Geschichten aufbaut. Das war alles irgendwie sehr hanebüchen, sage ich mal. Nee. Die vierte Autorin ist Katie Evans. Von der habe ich auch mehrere Bücher gelesen. Es fing an mit ihrer Real-Reihe. Da geht es um eine Physiotherapeutin, die einen Boxer, so einen Underground-Boxer, betreut und dann verknallen die sich natürlich. Oh, ich fand diese Reihe schrecklich. Ich habe den zweiten Teil, glaube ich, noch gelesen oder habe ich den zweiten abgebrochen? Es ist prinzipiell nicht schlecht geschrieben. Es hat auch einen roten Faden und alles. Es war mir aber zu erotisch. Also es ging dann irgendwie nur noch um Knickknack. Das war so. Und hier, also da hat mir halt der sportliche Aspekt im ersten Teil überhaupt nicht gefallen, weil die Autorin einfach keine Ahnung hatte, wovon sie schreibt. Also wenn man so ein bisschen sich mit Boxen jemals beschäftigt hat, dann weiß man, dass viele Dinge, die sie da so erzählt hat, einfach so nicht funktionieren. Und das hat mich genervt. Dann war ich da schon mit der Reihe durch. Und irgendwann hat sie dann aber noch mal so eine Reihe über den Präsidentschaftsanwärter rausgebracht. Und da habe ich den ersten Teil auch gelesen. Und da war es wieder genauso. Es war wieder viel, viel, viel zu sexy. Die Geschichte. Da, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, so sie will über irgendwas erzählen, aber hat keine Ahnung davon. So. Und da war es mir dann. Dieses Präsidentending war mir einfach irgendwie zu langweilig. Ich lese ja nicht so gerne über so reiche Geschäftsmänner. Das konnte mich dann nicht catchen. Da habe ich gesagt, komm, okay,
Katie Evans und du, lass es, bringt nichts. Die nächste Autorin hat mir gezeigt, dass man vielleicht nicht gleich komplette Buchreihen kaufen sollte, sondern wenigstens den ersten mal lesen sollte. Sie ist wahrscheinlich auch unbekannter, aber das ist Franziska Kühnel. Die hat im Piper Verlag mal so eine, ja, auch New Adult Romance-Reihe rausgebracht. Da klang der zweite oder dritte Teil einer Reihe so richtig cool. Und das wollte ich unbedingt lesen und habe ich mir natürlich alle Bände gekauft und habe trotzdem mit dem, ich glaube, es war der dritte, mit dem dritten angefangen. Oh, und es war halt wieder so langgezogen, so zäh, so einfach drauf losgeschrieben, ohne roten Faden so richtig. Das hat mir nicht gefallen, das war so... Dann hat sie sich auch nicht getraut, Sachen richtig so beim Namen zu nennen. Das finde ich immer schade, wenn die Figuren ein schweres Schicksal hatten, dann wird das nur so angerissen, war das, glaube ich. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob das da... Doch, ich glaube schon. Auf jeden Fall, das war mir alles zu zäh und zu langweilig und es hat sich so gezogen. Und dann habe ich trotzdem noch den ersten Band gelesen und ich glaube, den habe ich dann mitten in der Mitte abgebrochen, weil ich nicht... Ich hatte da einfach keinen Nerv zu. Das ist, ich habe nicht verstanden, warum der Verlag das überhaupt rausgebracht hat, weil es sich so ein bisschen gelesen hat, wie so eine Fanfiction oder so. Ach, ja, war ein bisschen schade und der zweite Teil gammelt jetzt noch für immer ungelesen auf meinem Kindle rum. Irgendwo vergammelt er in der Cloud. Ist schade, aber naja. Die nächste Autorin habe ich gerade erst für mich entdeckt und sogleich beschlossen, dass ich mit ihr nicht weiter was anfangen kann. Und das ist Laura Lee. Sie schreibt so erotische Geschichten. Ich glaube, sie macht auch so Paranormal Romance. Ich habe jetzt aber so eine Romantic Suspense oder Erotic Suspense Geschichte von ihr gelesen. Ah, nee, das war überhaupt nicht mein Ding. Sie schreibt nicht sexy. Sie benutzt Ausdrücke, also man muss ihr irgendwie zugute halten, dass sie sich versucht, gewählt auszudrücken. Also so Wörter wie, ne, will ich hier nicht sagen, man will ja jugendfreundlich bleiben. Also sie nimmt für die sekundären und für die primären Geschlechtsorgane keine ordinären Wörter in den Mund. Allerdings war das für mich dann halt auch ein Problem, weil es wirkte dadurch sehr abstrakt und sehr komisch. Und wer noch den Begriff Lustgrotte kennt, ist ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist so in die Richtung. Und das hat für die ein oder andere Augenrollerei bei mir gesorgt. Und es war mir einfach zu viel Erotik. Klar, in einem Erotikroman geht es um Knickknack. Aber es war mir zu viel, denn sie hatte ja noch so eine Spannungsgeschichte dazu, aber die wurde halt nicht richtig ausgeschöpft und das war echt schade, weil wäre es einfach nur so ein Romantic-Suspense-Roman gewesen, so, wo es halt nur 3 oder 4 erotische Szenen gibt und nicht 8, 9 oder 10 oder auf jeder dritten Seite, dann hätte das ein cooles Buch werden können, was ich von ihr gelesen habe. Und da habe ich aber für mich beschlossen, weil mir einfach ihre Beschreibung des Geschlechtsaktes überhaupt nicht zusagt, nee, das wird mit uns nichts. Und die letzte Autorin, die ich hier habe, ist Poppy J. Anderson. Die war ja lange Zeit Self-Publisherin und dann hat... War es der Piper Verlag? Ich weiß gar nicht. Irgendein Verlag hat dann so eine Taste of Love-Reihe von ihr rausgebracht. Und ja, ich habe sie noch als Self-Publisherin kennengelernt und sie ist tatsächlich... die einzige Autorin hier, außer Laura Lee, von der ich nur ein Buch gelesen habe. Ich habe ihren ersten, ich glaube, es war auch ihr erster Roman. Und ich habe ihren ersten Roman gelesen und der war so voll mit Klischees. So voll überladen und dann auch nicht gut geschrieben. Und ich wäre fast bei dieser Taste of Love-Reihe nochmal eingeknickt und hätte mir das geholt. Allerdings, nachdem ich dann so ein paar Stimmen gehört habe, dass es wieder klischeehaft wurde und die Leute damit nichts anfangen konnten, habe ich es dann gelassen. Denn ich weiß nicht. Also wenn mich eine Autorin... Es ist vielleicht unfair, sie bei ihrem ersten Roman gleich zu verurteilen und zu sagen, ja, das ist nichts. Aber ich weiß nicht. Ich glaube nicht, diese Reihe, die ich damals angefangen habe, mit diesen Footballspielern, ich glaube nicht, dass sie noch besser geworden wäre. Also ich weiß nicht,
Das war wirklich eine Autorin, die habe ich einmal versucht und habe direkt gemerkt, so, nee, das wird mit uns beiden einfach nichts. Ja, das waren sie, das waren die Autoren, mit denen ich einfach nicht so viel anfangen konnte und von denen ich jetzt meine Finger lasse, weil ich weiß, ich werfe mein Geld nur zum Fenster raus. Und die haben ja trotzdem ihre Fans und natürlich ihre Daseinsberechtigung. Ich meine, es ist ja nur mein subjektiver Geschmack. Und wenn ihr die mögt, dann finde ich das gut. Bei mir konnten die halt nicht zünden. Und ich verstehe manchmal nicht so genau, warum viele Leute das so feiern. Aber so ist es halt, ne? So ist das Leben. Jeder hat einen anderen Geschmack und das ist gut so. Ja, also schreibt mir gerne, welches eure No-Gos sind, eure No-Go-Autoren, eure rote Liste-Autoren. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mehr habe ich heute nicht zu erzählen. Bis dann. Tschüss.